Und damit habe ich jetzt irgendwie richtig Lust, hier ein bisschen rum zu erkunden und Dinge einzusammeln. Oh, ich bin aus Versehen auf einen Soldaten gesprungen. Das tut mir natürlich sehr leid. Ich wollte nur die Truhe einsammeln, die hier unten ist. Die Tür sind nämlich glitzern. Aber gut, dann muss ich das Problem mal schnell lösen. So. Vielleicht haben die auch ein bisschen Munition für mich dabei. Oh, der da hinten könnte mich sehen. Jetzt nicht mehr. Hier, zu der Truhe wollte ich doch nur. Mehr wollte ich doch nie. Das war alles, was ich jemals wollte. Und zu der Truhe hier natürlich. Wo ist die denn? Ach, da. Einsammeln. Komm zu Papa Munition. Und da hinten ist noch eine Truhe. Ich will alle Truhen haben. Gotta catch them all. Lass mich raten, die ist da drin. Guten Tag, der Herr. Au! Hat er mich gerade voll gebitch-slammt, Alter? Das lasse ich ja wohl nicht auf mir sitzen. Na, vielleicht. Nee, doch nicht. Sind die Soldaten hier so misstrauisch, nur weil ich ein paar Leute umgebracht habe? Das gibt's ja gar nicht. Voll paranoid. So, da vorne haben wir einen Dings. Da wollen wir mal hindingsen. Hallo, Onkel Dings. Ich muss hier mal Dings. Möchtest du das auch vielleicht? Warte. Hui, Fragment. Und, Wohlstand. Da werden wir noch reich, was? Da ist das da auf dem Mast von dem Schiff. Das wäre ja cool. Ach, da vorne am Bug. Da muss ich aber wahrscheinlich eh hier über... Oh, Entschuldigung, gute Frau. Ich musste sie nur mal kurz schubsen. Macht zwischendurch mal so eine kleine Runde, wo ich nur ein bisschen Kram einsammle. Es gibt ja so viele Sammelgegenstände hier. Da kann ich immer nicht widerstehen, die mitzunehmen. Aber das macht auch Laune, finde ich, bei dem Spiel hier überall rumzuturnen und die Dinge zu suchen. Oh, Entschuldigung, habe ich sie geschubst? Das war natürlich ein Versehen. So, und jetzt holen wir uns den Wohlstand da vorne. Höp. Und, höp. Und höp. Yeah. Draußen bellt ein Hund. Ich weiß nicht, ob man ihn hört. Er scheint sehr hundig zu sein. Klingt wie so ein kleiner Kläffer. Der braucht wohl noch seine Aufmerksamkeit heute Morgen. Wer flüstert denn da? Wer flüstert da? Oh, da oben ist jemand. Ach, lass ich links liegen. Ich hole mir die Truhe. Oh, eine Katze. Feine Katze, ja. Ja. Die einmal um die Beine zu streicheln, ist nicht dasselbe, wie sie zu streicheln. Aber trotzdem eine sehr niedliche Katze. Wo ist denn... Schon wieder jemand, der mich voll flüstert. Ich will doch nur hier die Truhe. Und da oben finde ich noch ein Shanty. Das ist ja die reinste Goldgrube hier, die Ecke. Flüster woanders rum, du nervst. Ich will das Shanty haben. Ja, yeah. Das war einfach. Sehr einfach. Was haben wir denn noch in der Ecke? Eine Truhe. Räumen wir hier die Ecke mal leer, da haben wir zumindest was zu tun. Der Schatten, der die Nacht durchflattert, springt über die Dächer. Warum springt er immer auf Soldaten? Oh, und warum bitch-slappen die mich immer? Au, das war mir jetzt nur ein Bitch-slap. Ah, ich will weg von der Granate. Hör auf. So, einer weniger. Wer will noch? Du? Das war wohl eine Granate, ja?
Ich renn doch gar nicht. Ja, ich glaube, ihr könnt mich nicht fangen. Sonst hätte ich es ja gerade gemacht. Ach, die Soldaten kommen an. Oh, guck mal, Leichen. Wieso haust du denn... Oh, hast du dem gerade voll in die Leistengegend geboxt? Warum greifen die mich an? Ich konnte doch rein zufällig hier neben meinem Berg Leichen stehen. Nur als Passant vorbeigekommen sein. Muss ja nicht heißen, dass ich sie umgebracht habe. Echt jetzt? Hauptsache immer gleich die einfachen Leute hier verdächtigen, die hier mit gezückten Schwertern über einem Toten stehen. Als könnte ich da was für. Ach, ein Hund läuft da rum. Vielleicht will der ja von den Leichen naschen. Na, Hundi? Ja, bist ein ganz braver. Komm, iss alle Beweisstücke auf. Will er anscheinend nicht. Dabei wollte ich doch nur diese Truhe hier haben. Mehr wollte ich ja gar nicht. Oh, und da oben ist noch ein Aussichtspunkt. Den hatte ich noch nicht, oder? Hatte ich den? Nein, den hatte ich noch nicht. Aussichtspunkt, ich komme. Sei nur geduldig, lieber Aussichtspunkt. Ich bin schon auf dem Weg. Hopp. Oh. Ich warte auf eure Anweisungen, Sir. Ja, ich interagiere sehr gerne mit dir, guter Mann. Und ja, ich will das Gebäude renovieren. So in etwa. Da kommt der gute Renovier-August vorbei und dann bringt ihr das Teil mal auf Vordermann. Was ist das überhaupt? Ein Leuchtturm? Ein Leuchtwurm, wollte ich schon sagen. Na. Hüpf. Kannst du nicht darauf zu dem... Ah. Muss ich wieder einen Weg finden, wo der feine Herr aufklettern kann, wo es ihm genehm ist. Ist hier in Ordnung, ja? Gefällt dir das? Kein Franzose in Sicht, das ist doch gut. Was machst du da? Los, rauf. Rauf, sage ich dir, rauf. Rauf, Forrest. Rauf. Der war so ein Raufbold, der Forrest. So, da willst du doch hin. Ich sehe es dir doch an. Ja, genau. Und jetzt genieße die Aussicht. Genieße, sage ich dir. Das ist ein Befehl. Ja, schöner Turm, den wir hier aufgemotzt haben. Der wird sicher sehr hilfreich sein als Turm, der so rumsteht. Ich verstehe schon, wie der uns Einnahmen bringt. Jetzt muss ich nur auf das Dach. Nein, das solltest du... Nein. Ich muss auf das Dach rauf, weil da oben so ein Fragment schwebt. Jedenfalls habe ich das gerade eben gesehen. So. Müssen wir am besten hier am Dings hoch. Genau. Guck, wie es da so schön schwebt. Hopp. Mein Fragment. Und sehe ich da unten eine Truhe? Ich sehe eine Truhe. Ja, da. Der Genickbruchwagen. Da segeln wir mal schnell und geschickt rein. Huch. Guten Tag, die Herren. Haben Sie heute schon Huch gesagt? Huch. Da könnten immer noch Franzosen rumlurken, hat er gesagt. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Ich bin schon weg. Ich bin, war nie hier. Habe euch nie Probleme bereitet. Da oben ist der Reichtum. Und, ach, das macht Laune. Und da unten ist noch eine Karte. Oh, die liegt direkt bei ihm rum. Ah, guter Mann. Ich nehme mal kurz deine Karte mit. Das stört dich doch sicher nicht. Warum sollte es auch? Fortuna Segen. Und wie? In River Valley bei 52 minus 724. Ja. Möchte ich einen Assassinen abfangen? Was für eine Frage. Natürlich möchte ich das. Machen wir das mal so als kleines Highlight.
Na? Ja. So, wo ist die Taube? Wahrscheinlich auf dem Dach. Besser die Eule auf dem Dach als ein Dachs in der Taube. So sagt man ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum man das sagt. Das ist völlig bescheuert. Aber gut, ich muss ja nicht alles verstehen. Die Taube fangen. Okay. So, wo bist du, Taubi? Da. Nur die richtige Taste im richtigen Moment drücken. Ha! Jetzt gibt's Taube zum Mittagessen. Mmh, lecker, lecker. Franklin Greer. Greer, jedenfalls glaube ich, dass er den so ausspricht, ist ein Waffelhändler in der Innenstadt, der leckere Waffeln mit Puderzucker verkauft, der unser Vertrauen missbraucht hat. Er hat sich für Waffeln bezahlen lassen, die wir brauchen und sich immer wiederholt geweigert, sie zu liefern. Wir wissen noch nicht genau, wo er sich versteckt, aber er muss aufgespürt und eliminiert werden. Ich habe die falsche Taste gedrückt und den Auftrag nicht angenommen. Bin ich blöd? Ich bin blöd. Was war das denn? Ich glaube, habe ich dann auf Escape gedrückt. Und dann lässt er die Taube einfach fliegen. Okay, das war sehr dumm von mir. Aber die Taube ist wieder da. Das macht die ja zum Glück. Da hole ich mir nur schnell dieses Shanty. Dieses Schändliche. Und dann hole ich mir die Taube wieder und nehme den Auftrag diesmal an. Wie dämlich war das denn? So, Taubilein. Zack, da habe ich die Taube wieder. Und diesmal nehmen wir den Auftrag an. Nicht Escape, sondern Eingabe. So. Abfangauftrag annehmen. Erstmal das Ziel finden, den netten Waffelhändler. Der hat wahrscheinlich seinen Stand für belgische Waffeln unten am Hafen aufgebaut. An einer Promenade direkt. Wo bist du denn? Da, drüben. Oh. Okay, okay. Dann suche ich mal die bösen Assassinen, die dem Mann schaden wollen. Wo seid ihr denn, ihr bösen Assassinen? Hier nicht. Zeigt euch! Hallo? Zeigt euch doch mal. Ja. Einen habe ich. Oh, da drüben auf dem anderen Dach. This is just scandalous. They should not pick on honest. I forgot me knife. Otherwise I'd join in. I kid you not. Hey, bleib stehen. Ich hab dich genau gesehen. Siehst du? Genau gesehen habe ich dich. Dann. Nanu? Ich dachte, hier wäre einer. Hier ist doch ein grüner Kreis. Oh, der hat sich angeschlichen. Hat der sich angeschlichen. So ein Hund. Au. Komm schon, komm schon. Was machst du denn? Immer. Alter, wie hartnäckig war der denn? Der hat ja einen richtigen harten Nacken. Lass mich in Ruhe, ich muss. Jetzt verfolgt er mich auch noch. Ich muss böse Assassinen fangen. Bist du da gerade runtergerutscht? Na toll, jetzt will ich das Ziel verteidigen. Oh, Mist. Nein! Fehlgeschlagen, das Ziel ist tot. Ja, weil mich der Typ gerade angegriffen hat. Was war denn das? Manno. Ich glaube, ich bin zu dumm für diese Assassinenabfangaufträge. Auf Dauer bin ich dafür einfach zu dumm. Das muss ich mir selber eingestehen. Warum springst du immer auf Leute drauf? Die Frau hat dir gar nichts getan. Darauf erstmal in die Taverne. Komm. Erstmal einheben gehen. Das müssen wir aus unserem Gedächtnis tilgen, diese Schmach der Niederlage. Eda, Barmann, ein Malzbier.
Die ist aber nice. Ja, die gucken wir uns mal an. Mhm, ja. Oh oh. Da ist ihr Macker aber nicht begeistert von. Am besten schubsen wir ihn einfach mal. Da weiß er schon, was er davon hat. So, wer will aufs Maul? Wie, alle auf Mal? Okay. Komm, hier. Kannst du haben. Wo der herkommt, gibt's noch viel mehr davon. Ja. Und du auch? Okay. Weißt du, der sieht, wie ich seinen drei Kollegen mit Leichtigkeit die Zähne ausschlage. Und dann denkt er sich, dann greife ich alleine auch nochmal an. Was kann da schon schief gehen? Tada! Und damit ist die Bar freigeschaltet. Hm, schön. Und hinter der Bar sehe ich gerade... Da haben wir einmal eine Truhe, die hier unten rumtruht. Hallo Truhe! Das ist Trude, die Truhe. Guten Tag, ich trete dir mal ins Gesicht. Und ich kriege ein paar bisschen Gold und wenn ich reingucke, ist die aber randvoll mit Goldmünzen. Guck mal. Und ich kriege irgendwie so ein bisschen Pissgold davon. Die sehen mir auf irgendeinem düsteren Hinterhof. Hier wird aber nicht viel wachsen, mein Freund. Ich suche sowieso das Kreuz hier. Erreichen. Wo haben wir das denn? Da oben. Und hüpf. Und erreicht. 5 von 20. Mensch, da bin ich ja fast am Ziel mit den Templerkreuzen. Habe ich ja beinahe alle eingesackt. Soll ich nochmal den Assassinen abfangen? Oder erstmal nicht? Ich glaube, ich bin für erstmal nicht. Ich hole mir die Truhe da. So ein kleiner Vervollständiger, was diese Sammelgegenstände angeht. Wenn das zu langweilig ist, dann einfach Bescheid sagen, dann lasse ich das. Aber fürs Erste muss ich das mal machen. Rauf da. Mensch, wäre das cool, wenn ich auch so an Häuserfassaden hochklettern könnte. Dann würde ich voll die Leute ärgern. Würde ich am Fenster hochklettern und denen einfach winken, wenn die im Wohnzimmer sitzen oder so. Die würden sich wundern. Junge, Junge. Das wäre ein gelungener Gag, wäre das. Behaupte ich mal. So, da hinten. Oh, guck mal, ein Kran ist da oben. Super, so eine stabile Mauer zu haben, wenn man dann einfach hier so einen Lattenzaun mit einem riesen Loch drin daneben hat. Das ist echt sehr hilfreich. Da kann man stolz auf die stabile Mauer sein. So, Fragment, ich komme. Er kann aber weit hüpfen mit dem Teil. Was, wieso drehst du dich wieder um? Du sollst da einfach rauf. Du sollst doch hier zu der Truhe hin, die da unten ist. Ja. Guck da schon wieder. 198 Pfund und immerhin ein Saphir, aber randvoll mit Goldmünzen. Das muss so viel mehr sein. Aber wir kriegen das natürlich nicht, weil wir nur ein armer Schlucker sind. Zur nächsten Truhe. Oh, guten Tag, die Herren. Ist alles in Ordnung? Alles, kann ich was für Sie tun? Au, hey! Was soll das denn? Habt ihr ein Rad ab? A little help here. So, die legen sich erstmal schlafen. Upp, und ich war nie da. Ich hole mir stattdessen hier eure Wertsachen. Die hier unbeaufsichtigt in diesem Zelt rumstehen. Da scheinen die auch nichts dagegen zu haben, irgendwie. Scheint die gar nicht zu stören. So, ich sehe da oben noch ein Fragment, aber komme ich hier einfach hoch? Ah, hier anscheinend. Echt, wie immer, super hilfreich, diese Mauern, die niemanden davon abhalten, da einfach rüber zu klettern. Sehr, sehr praktisch. Ah, guck, da ist das Fragment.
Höp. Und lass mich raten, jetzt muss ich ja nur einmal runterhüpfen. Einmal den Knickbrechersprung und zack, haben wir das Fragment. Sehr gut.